Kapitel 3.2 Die Vorschöpfung. Obwohl der Islam die Idee von einer ständigen Wiedergeburt der Seele ablehnt, akzeptiert er, dass die Seele eines jeden Kindes bereits existiert, bevor es auf der Erde geboren wird. Der Prophet berichtet uns davon. Als Allah Adam erschuf, nahm er an einem Ort namens Na'man am Tag von Arafah einen Schwur von ihm entgegen. Anschließend ließ er die gesamte Nachkommenschaft Adams, die bis zum Ende der Welt auf der Erde geboren werden sollte, Generation um Generation aus ihm hervorgehen. Er breitete sie alle vor sich aus, um von ihnen ebenfalls ein Gelöbnis entgegenzunehmen. Er sprach zu ihnen von Angesicht zu Angesicht: Bin ich nicht euer Herr? Und sie sagten: Doch, wir bezeugen es. Anschließend erklärte Allah, warum er alle Menschen Zeugnis davon abgeben ließ, dass Allah ihr Schöpfer und der einzig anbetungswürdige Gott ist. Dies ist so, damit ihr nicht am Tage der Auferstehung sprecht: Siehe, wir wussten nichts davon. Oder damit ihr nicht sprecht: Es waren bloß unsere Väter, die vor dem Götzendiener waren. Wir aber waren ein Geschlecht nach ihnen. Willst du uns denn vernichten um dessen Willen, was die Verlogenen taten? Sura Al-A'raf, Vers 172 bis 173. Dieser Vers und die Erläuterung des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, lassen erkennen, dass jeder über seinen Glauben an Allah Rechenschaft schuldig ist und dass am Tage des Gerichts keine Entschuldigungen angenommen werden. Jedem menschlichen Wesen wurde der Glaube an Allah in seiner Seele eingeprägt, und Allah gibt jedem Götzendiener im Laufe seines Lebens Zeichen, um ihm klarzumachen, dass sein Götze kein Gott sein kann. Daher wird von jedem zurechnungsfähigen Menschen erwartet, an Allah zu glauben, der jenseits seiner Schöpfung und nicht in der Schöpfung ist. Dann fährt der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, fort. Sodann setzte Allah einen Lichtschein zwischen die Augen eines jeden Menschen, der ihren Iman erkennen ließ. Und alle wurden Adam vorgeführt. Adam staunte beim Anblick dieser zahlreichen Wesen mit dem Lichtschein zwischen ihren Augen und fragte Allah: O Herr, wer sind diese? Allah erklärte ihm, dass sie alle seine Nachkommen seien. Darauf betrachtete Adam einen von ihnen, dessen Lichtschein ihn verwunderte, etwas genauer. Er fragte, wer das sei, und Allah antwortete: Das ist ein Mann namens Dawud, von den letzten der Nationen unter deinen Nachkommen. Adam fragte nach dessen Alter, und als Allah ihm sagte, dass er 60 sei, sagte er: O Herr, erhöhe sein Alter, indem du 40 Jahre von meinem Alter nimmst. Als aber die Lebensspanne von Adam sein Ende erreichte und der Engel des Todes zu ihm kam, sagte er: Sind denn da nicht noch 40 Jahre meines Lebens, die ich übrig habe? Der Engel antwortete: Hast du diese nicht deinem Nachkommen Dawud gegeben? Adam leugnete jedoch, etwas derartiges gemacht zu haben, wie auch seine Nachkommen ihr Gelöbnis gegenüber Allah leugneten. Später vergaß Adam seinen Pakt mit Allah, und ebenso vergaßen es seine Nachkommen, und sie alle verfielen einem Irrtum. Adam aß vom verbotenen Baum und vergaß dadurch sein Versprechen an Allah und Satans täuschendes Anstacheln. Genau wie die meisten Menschen ihre Verpflichtung, an Allah zu glauben und ihn allein anzubeten, ignorieren und stattdessen seine Schöpfung anbeten. Daher sagt der Prophet: Allah zeigte dann auf einige der Nachkommen, welche er aus Adam und seinen Kindern hervorbrachte, und sagte dabei:
ich habe diese Leute für das Paradies erschaffen, und sie werden die Taten der Leute des Paradieses vollbringen. Danach zeigte er auf den Rest und sagte, ich habe diese Leute für das Höllenfeuer erschaffen, und sie werden die Taten der Bewohner der Hölle vollbringen. Als der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, das sagte, fragte einer seiner Gefährten, O Gesandter Allahs, was ist dann der Sinn, gute Taten zu vollbringen? Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, Wahrlich, wenn Allah einen seiner Diener für das Paradies erschaffen hat, hilft er ihm bei den Taten der Leute des Paradieses, so lange, bis er eine dieser Taten vollbracht hat und stirbt. Dann setzt er ihn wegen dieser Tat ins Paradies. Wenn er aber einen Menschen für das Höllenfeuer erschaffen hat, hilft er ihm bei den Taten der Bewohner der Hölle, so lange, bis er eine dieser Taten begangen hat und stirbt. Dann wirft er ihn wegen dieser Tat ins Feuer. Diese Aussage des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, bedeutet aber nicht, dass der Mensch keinen freien Willen oder nicht die freie Wahl zwischen Gut und Böse hätte. Denn wenn es so wäre, wären die Rechenschaftsablegung, die Belohnung und die Strafe allesamt sinnlos. Die Erschaffung eines Menschen für das Paradies bedeutet, dass Allah jemanden erschafft, von dem er noch vor dessen Erschaffung weiß, dass er unter den Leuten des Paradieses sein wird, weil er den Glauben anstelle des Unglaubens und das Gute statt des Bösen wählen wird. Glaubt jemand aufrichtig an Allah und versucht Gutes zu tun, wird Allah ihm viele Gelegenheiten geben, seinen Glauben zu verbessern und seine guten Taten zu vermehren. Allah wird niemals einen aufrichtigen Glauben zerstören. Selbst wenn der Gläubige vom richtigen Weg abkommt, wird er ihm helfen, zu ihm zurückzufinden. Vielleicht wird Allah ihn in diesem Leben bestrafen, wenn er vom rechten Weg abgekommen ist, um ihn auf seine Fehler aufmerksam zu machen und ihn wachzurütteln, damit er den Schaden wieder gut machen kann. Schließlich wird Allahs Barmherzigkeit so groß sein, dass er das Leben eines aufrichtigen Gläubigen in einem Moment nehmen wird, in dem er eine gute Tat vollbringt, sodass dem Gläubigen garantiert ist, unter den erfolgreichen Bewohnern des Paradieses zu sein. Wenn andererseits jemand den Glauben an Allah verweigert und die Rechtschaffenheit ablehnt, so macht ihm Allah seine schlechten Taten leicht. Allah schenkt ihm Erfolg bei seinen schlechten Taten und ermutigt ihn dadurch, im Schlechten fortzufahren, bis er schließlich in einem sündhaften Zustand stirbt und aufgrund seiner bösen Taten in das immerwährende Feuer geschleudert wird.